geeigneten Strafen für Schwerverbrecher wird der Betrieb der Arena wieder aufgenommen. Wer weiß schon genau, was es da gibt. Hey, du! Was hast du so im Angebot? Wer geht da denn schon freiwillig hin? Ins Ödland will ich bestimmt nicht. Man hört doch immer diese Gruselgeschichten. Ich kann das nicht mehr hören. Mich fragt ja keiner. Denken auch, sie können machen, was sie wollen. Die exotischen Waren können wir jetzt ja vergessen. Den Überseehandel können wir ganz vergessen. Der arme Kerl kann einem leid tun. Die exotischen Waren können wir jetzt ja vergessen. Fisch, frischer Fisch. Kommt und betrachtet meinen Fisch. Für den Fürsten. Wer geht da denn schon freiwillig hin? Wer weiß schon genau, was es ist. Willst du handeln? Aber gern. Meine Meinung kennst du ja schon. Ins Ödland will ich bestimmt nicht. Genau das habe ich auch gesagt. Ich würde mir gerne deine Ware anschauen. Immer wieder mich gerne. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Will ich bestimmt nicht. Wer weiß schon genau, was es da gibt. Durch die Zelle von Weich. Geht da denn schon freiwillig hin? Was hast du denn anzubieten? Dann schau dich um. Kann einem leid tun. Seid. Das ist doch nichts Neues. Kein Wasser weit und breit. Lass uns mal abwarten, was daraus wird. Das freie Lager wird nicht mehr allzu lange stehen. Fürst Albrecht wird dafür sorgen. Wird der Betrieb der Arena wieder aufgenommen. Jeder Bewohner, der sich eines
Ich habe neue Kleidungen fertig. Dann lass mal sehen. Jetzt aber wieder an die Arbeit. Genau das habe ich auch von selbst. Irgendwann muss der Schiffsverkehr ja wieder laufen. Hey! Du möchtest in der Zunft als Meister aufgenommen werden? Naja, es hatte durchaus Vorteile, in der Zunft zu sein. Andererseits ist mir dieser Aufnahmeprozedere etwas zu mühselig. Rohmaterial gibt es hier genügend und einen Händler, der meine Ware vertreibt, habe ich auch gefunden. Da ist die Zunft mit ihrem Aufnahmeritual in den Hintergrund geraten. Ich werde dafür sorgen, dass die Aufnahme schnell und einfach über die Bühne gehen wird. Ah ja? Und was hast du davon? Ich bin einfach Mitglied der Zunft und kümmere mich auch mal um das eine oder andere. Na, ein Versuch ist es wohl wert. Was kommt auf mich zu? Als erstes solltest du einen Musterring fertigen, welcher dein Können widerspiegelt. Das sollte bereits die ersten Schranken öffnen. Danach sehen wir weiter. Ein Musterring? Da kann er sich die Waren bei Dandarius ansehen. Hast du keinen besonders speziellen Ring bei dir? Ja, ich denke, das geht in Ordnung. Du kannst den hier haben. Mag dir dann 200 Rupien. Ich soll dafür zahlen? Ich mache doch auch nur meine Arbeit. Ich kann mir schon vorstellen, was Sie unter Musterring verstehen. Den sehe ich nie wieder. In dem Preis ist der Arbeitsaufwand nicht mal mit drin. Wenn du ihn mir zurückbringst, bekommst du das Geld wieder. Ich kaufe den Ring. Warum erfahre ich das erst jetzt? Zeig mir deine Ware. Wer hat denn schon freiwillig hin? Denkst du, die Türen bringen was? Genau das habe ich auch gesagt. Die im freien Lager denken auch, sie können machen, was sie wollen. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Donatello möchte in der Zunft aufgenommen werden. Er schickt mich mit einem Musterring. Ein Musterring? Ach ja, du meinst, Rolf schickt dich? Den Ring muss ich mir gar nicht erst ansehen. Seine Werke erfreuen sich jetzt schon großer Beliebtheit. Du kannst ihn also gleich zu Rolf bringen. Aber für die Aufnahme muss er die Gebühr von 1000 Roperi zahlen und die anderen Meister müssen zustimmen. Also sag Donatello, dass er einfach die Gebühr zahlen soll. Den Rest kannst gleich du erledigen. Rolf musst du ja nicht mehr fragen und Virtuoso kannst du auch gleich auslassen. Nun geh. Warum muss Donatello 1000 Roperi zahlen? Bei mir waren es lediglich 50. Du hast ja auch kein produzierendes Gewerbe, sondern wolltest nur Lehrling werden. Zeig mal deine Waffen. Sieh dich ruhig um. Hey, du! Donatello möchte in der Zunft aufgenommen werden. Das kommt sehr gelegen. Ich bräuchte wieder Blattgold für meine Schatullen. 2 Fuß auf eine Elle sollten reichen. Umsonst natürlich. Warum umsonst? Na, so ist es eben. Jeder bekommt ein Stück vom Kuchen. Und jetzt lass mich arbeiten. Thank you.
Wo bleiben denn die Schiffe? Probleme erledigen sich von selbst. Das ist doch nichts Neues. Genau das habe ich auch gesagt. Was verkaufst du? Ich handle mit Kräutern und Tränken. Die kochen wir durch die Zelle schon gleich. Donatello möchte in die Zunft aufgenommen werden. Was? Wer? Du weißt schon, der neue Goldschmied direkt gegenüber. Ah ja, was möchte Wieland denn? Unfassbar! Donatello ist der Goldschmied direkt über die Straße. So ist das. Was möchte er? Er möchte der Zunft beitreten. Interessant. Goldschmied, sagst du? Ja. Ich wollte schon länger mal Experimente mit einem goldenen Reaktorgefäß durchführen. Mal sehen, wie sich die fehlende Oxidation meines bisherigen Kessels auf die Probe auswirken wird. Das ist doch nichts Neues. Mit mir kann man sowas nicht machen. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Du hast eine Crawler-Rüstung? Ja, und frisch von Ocha geliefert bekommen. Interessiert? Donatello möchte in die Zunft aufgenommen werden. Ja, das dachte ich mir bereits. Noch ein unnützer Handwerker bei der Zunft. Unnützes Handwerk? Nimm's mir nicht übel, aber alleine von Goldkettchen und Ringen wurden noch keine Städte gebaut. Was wir brauchen, sind Schmiede, Baumeister, Holzfäller und dergleichen. Pico Virtuoso ist doch auch bei der Zunft. Ja. Und je länger ich ihn kenne, je mehr denke ich, dass das ein Riesenfehler war. Worin läge dein Nachteil, wenn er beitreten würde? Die Zunft ist schon groß genug. Na, mir gefällt es einfach nicht. Asun lebt vom Goldhandel. Da kommt ein kompetenter Goldschmied genau richtig. Du gehst mir heute echt auf die Nerven. Na gut. Sag Donatello, für ein Trinkhorn werde ich darüber hinwegsehen. Dann zeig mal dein feinstes Handwerk. Schau dich ruhig um. Du wirst nicht enttäuscht sein. Hey. Ich habe gehört, du hast Pfeilzubehör. Kannst dich ja mal umsehen. Hey. Ich möchte Buchs abholen. Dann erledige vorher ein paar Aufgaben. Hey! Ich bringe dir den Musterring von Donatello. Ausgezeichnet! Allerdings würde ich es begrüßen, wenn wir in Zukunft bei der Wahrheit bleiben. Ich habe nichts Falsches gesagt. So läuft das eben bei der Aufnahme eines Meisters. Du weißt schon, was ich meine. Zudem habe ich den Ring nicht umsonst von Donatello bekommen. Wie viel? 500 Roperi. Was? Dann hätte ich den Ring gleich bei Dandarius kaufen können. Dann gib her das Ding. Das sind nur 400 Roperi. Mehr als genug für dein Verhandlungsgeschick. Nun geh. Irgendwann muss der Schiffsverkehr ja wieder laufen. Donatello möchte in die Zunft aufgenommen werden. Das hört man gerne. Du ersuchst also die Zustimmung der Meister für Donatello?
Exakt. Das liegt doch auf der Hand. Ich möchte dir als mein Lehrling etwas verraten. Bei der Aufnahme werden die neuen Handwerker geradezu ausgenommen. Ich finde das überhaupt nicht passend. Traust du das nicht zu aber ich bin nicht in der Position, das zu ändern. Wenn es sich einrichten lässt, versuche das weitestgehend zu verhindern. Wie auch genau immer. Das hab ich auch. Du kannst Ahus sagen, dass ich zustimme. Das kann ja nicht den ewig so weitergehen. Können wir ganz vergessen. Ödland will ich bestimmt. Vanadium braucht ein goldenes Reaktorgefäß. Das mag der 100 Propri. Ich schicke ihm eine Rechnung und das Reaktorgefäß zu. Ich bezahle für Vanadium. Geht in Ordnung. Joachim möchte für die Aufnahme Blattgold. 2 Fuß auf eine Elle würden reichen. Kein Problem. An wen darf ich die Rechnung schicken? Den Überseehandel können wir ganz vergessen. Ich habe die Roperi gleich hier. Alles klar. Ich bringe es ihm dann selbst, wenn ich fertig bin. Garrot möchte für die Aufnahme ein Trinkhorn. Keine Probleme. Du kannst eine goldene Trinkhorn bei mir kaufen und sie bringen. Und das gebe ich nicht für lau raus. Muss es unbedingt golden sein? Ich bin Goldschmied. Wenn du einen eisernen Becher haben willst, dann geh zu einem Schmied. Irgendwann muss der Schiffsverkehr ja wieder laufen. Jetzt fehlt nur noch die Aufnahmegebühr von 1000 Roperi. Na gut. Ich denke, das ist der Preis dafür. Hier. Zeig mir deine Ware. Genau das habe ich auch gesehen. Ein Lager denken auch, sie können machen, was sie wollen. Daran wird sich nie etwas ändern. Seid. Hier, das Trinkhorn. Gut. Dann soll es so sein. Sag Ahus Bescheid. Wer geht da denn schon freiwillig hin? Irgendwann muss der Schiffsverkehr ja wieder laufen. Alles frisch, alles günstig. Schöne große Äpfel. Das liegt doch auf der Hand. Immerhin haben wir die goldenen. Man hört doch. Hey du. Hey du. Ich habe alles bezüglich Donatellos Aufnahme erledigt. Hab ich gehört. Hast du Donatellos Aufnahmegebühr? Ja, hier. Sehr gut. Du darfst als Belohnung für deine Vermittlungsarbeit 100 Roperi behalten. Mach weiter so und du steigst schnell auf in der Zunft. Meine Meinung kennst du ja schon.
dich brauchst du das nicht zu fragen. Irgendwann muss der Schiffsverkehr ja wieder laufen. Du bist jetzt Zunftmitglied. Ich danke dir. Ich danke dir. Das war eine schwere Geburt. Ach, diese ganze Geier. Danke dir nochmals und nimm diese als Aufwandentschädigung. Mit mir kann man sowas nicht machen. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Man hört doch immer diese Gruselgeschichten. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Die im freien Lager denken auch, sie können machen, was sie wollen. Man muss... Zeig mal deine Waffen. Sieh dich ruhig um. Der arme Kerl kann einem leid tun. Hey! Zeig mir deine Ware. Hier ist alles, was ich habe. Wie wäre es mit etwas Essen? Die exotischen Waren können wir jetzt ja vergessen. Das hätte ich dir vorher sagen können. Meine Meinung kennst du ja schon. Hast du die Tür mit Wie kochen wir durch die Zelle schon weich? Einige Probleme erledigen sich von selbst. Hey du, bring mir etwas bei. Was willst du wissen? Zeig mir, wie man besser mit dem Einhänder umgeht. Kein Problem. Komm bald wieder. Feuer! Feuer, halt! Schützen, für einmal ein Schuss auf die Zielscheibe. Ausgangsstellung, Kontaktstellung, Schießstellung stehen frei. Vorbereitung. Bereit?
Zeig mir deine Ware. Thank you.
dich fragt ja keiner. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Dann zeig mal, was du hast. Ich habe hier so einen Spiegel. Ich glaube, er ist magisch. Kannst du was damit anfangen? Magisch, sagst du? Zeig her. Ja, da hast du wohl recht. Ich spüre deutlich, wie dieser Spiegel von einer magischen Aura umgeben ist. Ich würde ihn zu gern untersuchen. Steht er zum Verkauf? Das kommt darauf an. Ich bin es nicht gewohnt, mit Menschen zu feilschen. Ich bin Magier, kein Händler. Ich denke, 500 Goldstücke sollten für den Anfang genug sein. Und jetzt geh. Ich muss mich meinen Studien widmen. Wegen dem Spiegel. Ich werde es dich wissen lassen, wenn ich mit meinen Forschungen am Ende angelangt bin. Du kannst ja bis dahin das Geld verprassen, das du mir aus den Taschen gezogen hast. Ich habe alle Seiten des Teleportwürfels aufgeladen. Damit kann ich jetzt zu 6 Orten auf der ganzen Insel teleportieren. Das sind gute Nachrichten. Das Artefakt wird dir bei deinen Aufgaben gute Dienste leisten. Hier hast du eine kleine Belohnung. In der Bibliothek kannst du das doch genauso sehen. Hey! Hey! Was hast du anzubieten? Schau selbst!
das ist doch nichts Neues. Diese Gerüchte sind von intriganten Unruhestiftern gestreut worden, um das aufrichtige Volk von Asur... Lass uns mal abwarten, was daraus wird. ...zu versetzen. Ich möchte Buchs abholen. Gut, du warst fleißig. Hier hast du ein paar Bugs. Die im freien Lager denken auch, sie können machen, was sie wollen. Das liegt doch auf der Hand. Hört, ihr Bewohner von Asun. Aufgrund des fortwährenden Begehrens der Bewohner und des Mangels an geeigneten Strafen für Schwerverbrecher wird der Betrieb der Arena wieder aufgenommen.